Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei einem neuen LP auf meinem Kanal, denn ich habe auch mitbekommen, dass das neue Add-on von Civilization Beyond Earth rausgekommen ist, was auch eine sehr gute Kritik bekommen hat und ich habe es seit ein paar Tagen schon wieder hier liegen, aber ihr wisst ja, mein Zeitpensum ist begrenzt. Da ihr nicht mir alleine zugucken wollt, wenn ich Civilization spiele, wie beim letzten Mal, habe ich mir ein paar Leute aus dem TS geschnappt, nämlich den Jorde, den kennt man ja als den Aufreger, den Hauptmann, den Professor Defend Minas Trias, ist glaube ich Ikea, Stammkunde auf dem TS? Kann sein. Nee, Wolf, der kann ja nicht. Und wollen uns das Spiel mal angucken, jetzt mit dem neuen DLC. Ich habe auch schon eine kleine Runde gespielt, damit ich nicht komplett als Loser starte. Und ich werde zwischendurch den TS auch ein bisschen muten. Die Leute können eigentlich auch reden. Was aber, damit ich die wegschalten kann, dann kann ich euch ein bisschen erzählen, was so mein Plan ist und meine Taktik, um das Spiel zu gewinnen letztendlich. Da wir auf einer kleinen Karte spielen, gehe ich mal so von knapp 150 Runden aus, die wir spielen müssen. Und wir haben ein Zeitlimit von 300 Sekunden pro Runde, damit Jorde nicht die Zeit so hochzieht. Ich denke, die meisten, die sich ins Video reinklicken, kennen das Spiel auch. Ich versuche trotzdem hier und da was zu erklären. Vor allem die Änderungen sind halt sehr interessant, die jetzt gekommen sind. Zum einen gibt es natürlich ein paar neue Fraktionen und das Wichtigste ist, es gibt jetzt Wasserstädte. Die tun sich ganz nett in das Gameplay reinschieben, denn diese Städte können sich zum einen bewegen und man kann deren Grenzen nicht erweitern durch Kultur. Man kann sie nur erweitern, indem man die Stadt bewegt oder indem man die Gebiete dazu kauft für Geld. Aber sonst bleiben die halt immer gleich groß von den Feldern, die sie einnehmen können. Und sie sind eigentlich nicht spielentscheidend. Es ist halt nochmal so ein Bonus, es gibt auch relativ viele neue Feinde auf dem Meer. So, ich muss mal eben ein paar Sachen dazuschalten. Wir haben das und das hier. Da könnte ich eigentlich schon den TS ein bisschen mehr wegmuten gleich. Obwohl, ich nehme direkt die Position hier, obwohl die Position nicht gut ist. Ich starte übrigens mit dem Aufklären der Küstenstaaten. Beziehungsweise der Küsten, damit ich direkt sehe, wo der Kontinent ist. Und ich habe echt eine beschissene Startposition, muss ich leider mal sagen. Oh. Wo ist eigentlich der Counter? Wie viel Zeit man noch hat? Ich habe übrigens auch angegeben, dass man mit einem weiteren, wie heißt es? Bautrupp arbeitet und spiele mit der Ark als Fraktion. Die Ark als Fraktion. Ich mute mich mal eben kurz selbst im TS, damit die Leute mich nicht hören können. Ich kann die aber noch hören. Ist eigentlich eine Fraktion, die sehr darauf ausgelegt ist, zu spionieren. Und das ist auch schon so meine Richtung, in die ich gehen will. So ein bisschen mit der Spionage zu arbeiten, weil Spionage schon recht mächtig ist. Und da wir jetzt am Anfang, was haben wir? Wir haben Schwebestein in der Nähe. Den können wir schon sehen, wenn wir da letztendlich irgendwann drauf zugreifen das können. Das war's mit Proof. Ja, da? Ja. So. Ja, ist so schön. Ja, ich habe mich nur gemutet. Ja, aber die anderen sagen auch damit nichts. Ich eben kurz was erklären kann. Ja. Ja, die sind alle stille hier. Jetzt habe ich mich irgendwo aus was. Ah, Moment. Ich muss gerade noch meine erste Forschung auswählen. Reingeklickt. Da kann man übrigens schön hier links oben mit der auswählen, was man halt als erstes forschen das will. So klein ist die Karte. Und ich werde mich mal als erstes hierfür entscheiden, wegen dem hier. Weil Handelslager letztendlich ganz gut für Produktion sind und für Handelseinheiten. Und ich sehe gerade, dass irgendwie dieser Zeittimer nicht funktioniert. Der kommt vielleicht erst später. Die Map ist aber gar nicht so klein, wie ich gedacht habe. Nein, klein ist auch nicht klein. Klein ist für 6 Spieler. Deshalb. Da ist schon genug Platz. Wo kann ich denn eingeben, dass ich alle Felder sehen will? Was für eine... Rechts oben das kleine Auge. Dankeschön. Das schalte ich auch mal eben an. So, ich habe den TS mal ganz kurz nochmal weggeschaltet, während wir warten, dass Jorde seine Runde endlich beendet. Proof? Und Jorde, du kannst deine Runde beenden. Hast du das mit diesen Artefakten kapiert? Ja. Ja.
Das kann ich auch direkt erklären als neue Sache. Artefakte kann man finden, indem man Alien-Nester zerstört, das ist nämlich jetzt neu hier, oder in abgestürzten Sonden oder Ruinen. Man kann entweder das Artefakt sofort einsetzen und daraus Forschungspunkte oder sonstige Punkte generieren, wie Kultur oder Energie oder was auch immer. Oder man wartet, bis man 3 Artefakte hat und dadurch kann man halt einen starken Dauerbonus erschaffen. Dafür muss man aber ganz schön viel auf Expeditionen gehen und alles Mögliche erforschen, weshalb hier echt auch wirklich, boah, da muss man sich echt umsehen und auch sehr viele Expeditionseinheiten einsetzen, um dann wirklich mal irgendwann 3 Artefakte zu haben oder mehr. Also ich habe in meinem ersten Spiel geschafft, ein Artefakt zusammenzukriegen. Dafür habe ich so einen Dauerbonus bekommen, dass meine Städte über Berge schießen können. Das war eigentlich schon ein ganz cooles Ding. Well. Da ist übrigens ein neues Quest hier mit diesem Stärke und Verfall. Biopsieren Alien-Überreste annehmen. Weil es gibt jetzt auch ein paar neue Quests mit neuen... Ich glaube, es sind keine neuen Siegbedingungen, aber es geht so ein bisschen mehr auf die Alien-Rasse dann ein. Konnte man nochmal die Siegbedingungen nachgucken? Ach ja, Sieg. Ah ja, habe ich auch gerade. Bei Quest. Quest und Siege, halt Emanzipation ist ja der Lasercom-Satellit, das ist für Vorherrschaft, glaube ich, das gelobte Land. Du kannst auch auf die Sachen klicken und dann. Weiß jetzt gar nicht. Transistenz ist, glaube ich, mit denen in Einheit leben. Und Herrschaft ist für die Kontrolle aller Hauptstädte und der Kontakt ist ja der Abschluss von diesem Signalquest. Oh, so weit hier gefunden. Eine Frage, was ist. Ist weggeklickt. Siege. Was ist. Oh, weggeklickt. Was ist eine Bio. Sie. Also, ich habe eine Quest. Eine Bio was? Biopsieren Alien die Brust dann vornehmen. Richtig, da musst du unterwegs, also beziehungsweise es gibt Alien-Nester oder Alien-Relikte, die erkennst du aber, weil die aufblinken, wenn du die in deiner Sichtweite hast. Das wäre zum Beispiel, Leute, die bei mir gerade sehen, das Ding, was hier ist. Weil ich habe gerade zufällig eins aufgedeckt. Die sind nämlich neu, diese alten Alien-Relikte. Davon gibt es, glaube ich, 2 oder 3 unterschiedliche Questreihen. Bei dem Alien-Relikt kenne ich nicht, das andere ist, es gibt so einen Riesenpilz. Der als Sporenwerfer oder so weiter auf diesen Bereichen, beziehungsweise auf diesem Planeten sein können und das ist dann eine ganz andere Questgeschichte wieder. Okay. Aber ich habe das noch nicht abgeschlossen, ich weiß nicht, was passiert letztendlich. Nein, das habe ich nicht ganz. Ich war, glaube ich, gerade beim Examieren des großen Pilzes irgendwie und dann war ich aber schon durch. Ja, gegen die KI. Ist ja auch einfach. Na, du bist ja hier der Pro. Ja, es ging recht schnell. Ich werde als erstes verlieren. Trotzdem kann ich verlieren. Immer so. Übrigens sehr, sehr basic inzwischen. Die erste Sonne, die ich gerade aufgesammelt habe, hier links, hat einen Arc-Sonnenkollektor dabei. Der Arc-Sonnenkollektor macht nichts anderes, als wenn ich den als Orbitaleinheit jetzt starte. Alte Alien. Ja, bitte. Was macht man damit? Ich habe davon auf meiner Singleplayer-Spielstand irgendwie zigtausende von eingenommen, aber es passiert nichts. Du musst gucken, lass dir mal rechts oben Alien-Nester einblenden oder Expeditionsstätten, weil dann kriegst du die Information, dass die zum Quest Stärke und Verfall gehört. Da musst du hingehen und eine Expedition aufstellen. Ich hab hier fremdartige. Nochmal zurück, jetzt hatten wir natürlich gerade den Solarkollektor hier, den Sonnenkollektor, und der verbessert nämlich den Energieumsatz von den einzelnen Feldern. Die tun nichts, solange du denen nichts tust. Ja, es gibt ein paar Alien, die sind aggressiver. Natürlich. Aber diese Hydro-Dingsabumster-Korallen, die machen eigentlich gewöhnlich nichts. Ne, die Hydra-Korallen, die sind auch neu. Ich habe leider noch keine entdeckt. Die können nur Nahkampf, die sollte man auf Fernkampf zerstören. Und die können sich halt vermehren mit der Zeit. Ich glaube, wenn man auf Harmonie das geht, ist dann irgendwann die Gefahr. Pflanzen. Aber ich möchte hier nichts Falsches erzählen. Dann pflanze ich sie überall bei euch. Das macht nichts, es kann aber sein. Ja. Weil auf Harmonie kannst du ja auch Alien übernehmen. Den Trailer gesehen. Kann man richtig fette Teile züchten. Und die töten alles. So, jetzt kriegen wir die ersten Quests. Ressourcensonden finden, das haben wir dadurch bekommen, dass wir hier hinten die eine Sonde aufge...
Nudelt ich glaub, haben. Im Moment haben wir das Bauen der Expedition hier auf der Stammruine. Und Stärke und Verfall, haben wir aber schon gesagt, dass die Biopsie an den Alienresten und das Erforschen der Pionierarbeit sind wir schon gerade dran. So fängt man eigentlich immer an, weil Pionierarbeit halt wichtig ist, da ist nämlich der Kolonist mit drin von der Forschung. Und wie gesagt, nicht wundern, wenn ihr die anderen mal nicht hört. Das liegt daran, dass ich die mal kurz mute. Die versuchen sich eh gerade eher zu konzentrieren. Ja, aufregend. Sie sind am Zug. Das ist gut. Richtig, weil noch nicht viel zu tun ist. Was sie machen kann, ist warten. Ja, ich kann mal eine Stadt von euch finden, dann wird's lustig. Aber ich finde keinen von euch. Doch da ist jemand. Da war er, da latsch ich jetzt hin. Du? Nein, bist du nicht. Aus. Böse. Was? Gehst du mit mir oder mit deiner Katze? Mit meiner Katze. Achso, na dann. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Expedition kann ich auch später noch machen. Das Aufstellen der Werte kennt man ja noch. Dass man halt, an denen hat sich nicht viel viel geändert. Es scheint ein bisschen einfach zu sein, Werte zu entwickeln. Weil man weiß ja nur aus dem Hauptspiel, dass man eigentlich relativ viel, beziehungsweise man hat entweder einen Strang nur fertig bekommen oder hat das nicht gut verteilen können. Das wirkt jetzt ein bisschen lockerer, dass man ein bisschen weiter auseinandergehen kann. Und dazu kommt auch noch, dass Diplomatie jetzt hier existiert. Ich klicke schon mal auf Weiter, dann kann ich trotzdem einmal hier reingucken. Wo es nämlich darum geht, wir haben erstmal eigene Affinitäten, die können wir hier einsehen. Da gibt es jetzt auch inzwischen Harmonie und Vorherrschaft, sowas Gemischtes aus den Einzelnen und in, wie stark wir in eine Richtung gehen. Und dann ist das ganz gut aufgeschlüsselt, was wir für Bonussachen kriegen, wenn wir halt in die Richtung gehen. Wie jetzt hier bei Reinheit oder bei Vorherrschaft, was für Bonussachen wir kriegen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, das sind die Vorteile, die ich schon freigeschaltet habe. Und dann gibt es auch die persönlichen Eigenschaften, die sind auch komplett neu. Das ist nämlich unsere Charaktere. Also wir haben Unternehmensspionage, wir könnten politisch noch was dazu machen, Inland und Militär, und dadurch können wir halt uns immer weiter verbessern, beziehungsweise uns noch weiter individualisieren. So. Ah, sehr schön. Wir haben jetzt durch die Expedition hier oben schon eine Affinitätsstufe freigeschaltet. Und ich muss jetzt mal gucken, wir haben nämlich Schwebestein hier relativ viel und einmal Phyraxit. Ich muss mich dann entscheiden, jetzt auf was ich gehen will. Wo ist es? Und Vorherrschaft braucht nämlich Phyraxis und Reinheit, braucht den Schwebestein. Ich gehe jetzt einmal einen Punkt auf Vorherrschaft, auch wenn hier nur zwei Phyraxit sind. Ich werde noch mehr davon finden. So, Expeditionstypen muss ich zurückschicken, damit der eine weitere Expedition aufbauen kann. Aber auch weil der hat im Moment kein Modul mehr frei. Und wir können jetzt schon hier unsere Armeeheiten upgraden. Dadurch, dass wir nur einen einzigen Punkt verteilt haben, kann man eigentlich schon das erste Upgrade machen. Für die ersten beiden Einheiten und auch diese Übersicht ist neu. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die beim ersten, also ohne DLC das Ding... Marine-Nahkampfeinheiten, also, Marine-Fernkampfeinheiten. Man kann auch gerne Fragen stellen. Ich nehme das Kuh hier. Ich kann da ein bisschen was erklären. Falls irgendwas erklärt werden soll, muss, möchte. Ich kann bestimmt ein paar Sachen erklären. Korallen direkt vor der Haustür. Bei mir im Singleplayer sind die auf einmal irgendwann verschwunden, alle. Weg. Eine KI die wurden wahrscheinlich von der KI weggeballert. Dann wurden sie von der einen KI zerstört. Na, ich habe auf einer riesen das ohne KI mit gespielt. Einer KI gespielt. War lustig. KI zu finden hat nämlich allein schon 3 Stunden gedauert. Wo ist denn hier noch eine Stadt? Da ist noch eine. Ja, Professor hat sich ja auch gemutet. Ich habe Fraktion Alien. Ich habe schon mein erstes Alien-Nest ausgeräuchert.
Ja, am Anfang sind da noch nicht so viele. Eins war genau vor meiner Stadt. Gründe meine Stadt, Pup, hier ist. Ja. Dann kannst du die wenigstens kaputt schießen. Da gelassen, um noch ein bisschen XP zu fahren. Von der Stadt aus. Vermutlich kann hier keine Religion gründen. Nein. Gott sei Dank nicht. Nein. Naja, wer weiß, alles ist möglich. Ja, das Religion ist auch das keine Lösung. Na, das soll man dann in Kriege nur mit Religion geführt. Wir spielen ja nicht gegen KI. Ja, Puff hat auch seine meisten Schlachten durch Religion gewonnen oder durch eine Übermalzahl an Einheiten. Ja, Religion ist halt auch eine ja, mächtige Waffe gewesen. Das ist jetzt Sonnenkollektor. Was ist ein Sonnenkollektor? Ein Sonnenkollektor ist eine Orbitaleinheit, die kannst du starten lassen und die erhöht auf die Felder, die unter dem sind, die Produktion von Energie. Das ist ein Sonnenkollektor. Den hast du wahrscheinlich bekommen, weil du eine Drohne gefunden hast. Interessant, was der Jordel so macht. Ich sehe nämlich nichts von seiner Basis. Ich sehe nur diesen Umriss da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, der hat sich nur gemutet, damit wir den nicht anmeckern können. Ja. Oh, du bist einfach nur still. Aber bitte sag wieder nichts. Schon gut. Einen Wert entwickeln. Ja, das ist, wie lässt sich das? Lässt sich gar nicht vergleichen mit irgendwas. Ja, ich weiß. Ein Wert ist... Ich habe den fünften Teil gespielt. Ja, aber hier haben die Werte nochmal ganz andere Prioritäten. Als in Zypern. Ja, aber... Irgendwas muss es ja übernommen haben. Jo. Ja. Es ist halt ein Wert. Da muss ich schon wieder einen Wert entwickeln. So, jetzt haben wir die Pionierarbeit fertig. Bauen sie eine Kolonisteneinheit? Ja, das kommt noch. Weil jetzt wäre es gerade ein bisschen früh. Vor allem, ich hatte keine gute Position aktuell für die andere Kolonisteneinheit. Vor allem, weil auch nicht sehr viele Ressourcen in meiner Umgebung sind. Sieht ein bisschen armselig aus gerade noch. So, ich gehe auf Chemie, damit wir unsere Produktion steigern können. Planetenvermessung, nicht so wichtig. Also amphibischen Handel, ich habe im Moment nur eine Stadt an der Küste. Plus, dass man Wasserstädte auf dem Ozean bewegen kann. Ich habe keine Wasserstadt, ist dementsprechend uninteressant. Dann kann man eher hier oben auf Produktion gehen. Die Sachen übrigens, die ausgeblendet sind, kann ich auch mal eben kurz zeigen, was neu ist. Das ist natürlich durch den Filter. Und es gibt jetzt neu, wir können hier genau sehen, wie viel EP wir kriegen für von den Affinitäten. Hier zum Beispiel Harmonie plus 20 und dementsprechend ist der Kreis ausgefüllt. Das haben sie ganz schön gemacht, weil man halt jetzt besser sehen kann, in welche Richtung man forschen muss, damit man halt für die richtige Affinität seinen Bonus kriegt. Ich habe meine Erkundungseinheit verloren. Ja, gute Arbeit. Ja, ich habe auf automatisch erkunden gestellt, jetzt kann ich sie nicht mehr finden. Da muss aber zwischendurch dann rechts unten so eine rote Einblendung gewesen sein in Richtung Einheit zerstört, bla 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 irgendwas. Ich habe sie einfach verloren. Ich habe ja noch diesen Bonus ausgehilft, wo ich die Küsten sehen kann. Die ist jetzt die ganze Zeit auf dem Wasser rumgefahren. Naja.
Kleiner Blick. Ja, Jordel. Schon okay. Wir kennen das ja. Und du musst nicht mal irgendwas erzählen, du kannst dich voll auf deinen Zug konzentrieren. Ja. Du! Ich erzähl doch gar nichts. Ja, richtig! Während ich hier mich zwischendurch mute und irgendwas den Leuten noch erzähle, was sich geändert hat. Hm. Boah, was willst du? Hm. Nein, der Hauptmann will was von mir. Wie, was will ich? Nichts? Einfach an.